Recht herzlich willkommen zur 57. Folge von Avorion. So, wir sind hier in diesem Abwracksektor und ja, da können wir aber wieder rausfliegen. Ich glaube, lass uns mal auf der Karte erst gucken. Wo fliegen wir hin? Gute Frage, ne? Zentrum war da oben. Nach oben geht's aber nicht. Also wir müssten wahrscheinlich entweder hier lang oder da lang. Ich würde hier lang favorisieren. Kann ich die Karte bewegen mit Rechtsklick, okay. Also da lang, das würde ich sagen, fliegen wir in diesen Bereich. Muss mal gerade, haben wir hier überhaupt einmal reingeguckt, aber hier ist ja nur. Nee, da gibt es auch Asteroiden, sehe ich gerade. Also schauen wir da mal rein, aber da ist nichts drin. So, dann brauchen wir noch ein Südtor. Ost, Nordost. Südtor, da ist es. Dann fliegen wir da mal hin. Da müssen wir uns nach da drehen und da ist es auch schon. Und dann machen wir mal Gas dahin. Da links ist ein. Ach, das ist das Wrackzeichen, nicht ein zerbrochenes Tor. Sieht ein bisschen aus wie so ein zerbrochenes Tor da, ne? Aber das ist der Wertstoffhof, so heißt das Ding ja. Und ja, dann fliegen wir jetzt mal hier rein. Und dann müssten wir nach Westen. Welches ist es? West-Nordwest ist es dann wohl. Wo ist es? Da ist es. Und auf geht's. Auch dahin. Also wir sind schon ziemlich zügig da, wo wir hinwollen. Und dann schauen wir da mal weiter. Wir müssen Geld machen eigentlich. Das war unser Ziel, ne? Ja. War hier irgendwas in dem Sektor überhaupt drin? Ich glaube nicht, ne? Ne, hier ist nur eine Kreuzung. Ah, ist toll, dass er jetzt das Tor nicht mehr anvisiert hat. Das ist ja voll doof. So, mal da rein. Und im nächsten Sektor angekommen. Gucken wir da mal. Kein Ausrufezeichen zu sehen. Was ist das denn hier? Reparaturdock? Nee. Ressourcendepot? Auch nicht. Und das andere sind Handelsposten. Nee, ein Astromiden möchte ich nicht. Das ist ein Tor Nord-Nordwest. West, Süd, West. Das würde dafür sprechen, dass wir das brauchen, ne? Ja. Dann also dahin. West, Südwest. Oh, jetzt ist ein Schiff unterwegs. Also ich gehe von aus, wir waren schon in dem Sektor, ne, oder? Ne, da sehe ich das nicht. Hier sehe ich das, wenn ja, da waren wir schon, alles klar. Dann mal weiter zu dem Tor hin. Warum der sich dann da wegdreht, wenn man eine Karte oder F9 drückt, das ist auch sehr komisch. So, da einmal rein. Und dann haben wir Neuland, oder? So, kurz einmal geguckt. Okay, da geht's nur nach Süden. Das ist natürlich nicht so dolle, aber ist halt so. Kurz einmal hier rein. Und einmal geguckt, ob hier was ist. Aber hier ist auch nichts. Aber wir nehmen trotz alledem das Südtor, weil entdecken ist ja auch ganz nett, ne? Aber hier gibt's Aufträge. Da ist ja was. Gaskollektor. Die wollen bestimmt irgendwie Sauerstoff haben, ne? Stickstoff, okay. Bringt 6000, das ist jetzt nicht so das Ding. Sonst ist hier nichts, ne? Was war da? Dieses Zahnrad, Wassersammler. Okay. Und da ist noch ein Wassersammler. Wäre jetzt die Frage, ne? Was wir mitnehmen. Oder ob wir was mitnehmen, aber ich glaube nicht. Südtor, zack und durch. Wir brauchen ein paar lukrative Aufträge, das ist es, ne? Wasser, Gas, das ist nicht lukrativ. Wir müssen teure Sachen mal kaufen. Irgendwelche Endprodukte sozusagen. Damit wir irgendwo dran kommen, ne?
Ja, hier sieht's ja nett aus. Reparaturdock. Stahlfabrik. Die hat sogar eine Aufgabe für uns vielleicht. Lieferung Stahl ist 25.000. Okay, das ist ja schon besser wie diese 6.000 von eben, aber Papierfabrik. Also mal Papier liefern, das ist jetzt auch nicht das Ding. Da, ne, da ist kein Ausrufezeichen dran, das ist die Militärstation. Ah, schwarzes Brett, keine Aufträge, ist klar, normal. Wieder handeln. So, nee, das ist nicht das, was ich wollte. Das war die Stahl, ne? Und das ist das Reparaturdock. Da haben wir ein Tor. Papierfabrik. Da hinten ist noch ein Ressourcendepot, oder? Ja. Nee, das wollte ich gar nicht anklicken. Weg. Ich wollte F9 drücken. Und einmal rauszoomen und einmal checken. Da ist ein Schiffswerft. Da unten, was ist das? Ein Habitat? Ein Biotop, okay. Interessant. Mal eine andere Form, ne? Hier ist auch nichts drin. Da ist ein Ausrüstungsdock, das wollen wir haben. Raus und hin. Da gucken wir erstmal, dass wir was verkaufen. Ist da hinten, ne? Ja. Einmal schnell dahin. Dann können wir auch mal eine aus der Ferne gucken, ne? Ausrüstung handeln, das ist schon mal alles gut. Schützengerät, ob der Höchstgeschwindigkeitsgenerator, Schützengerät, jo. Und fliegen wir da erstmal hin, docken da an und wir verkaufen erstmal das, was wir eben hier abgewrackt haben, ne? Das macht vielleicht Sinn. Oh, wir sind schon verdammt schnell unterwegs. Ich hätte gerne ein paar Dockingports gesehen, genau. Hier war irgendwo auch einer, ne? Oh, F, können wir schon drucken für Docken oder was? Ausrüstung handeln. Gegenstände verkaufen, genau. So. Wir haben den, glaube ich, vorhin bekommen. Und der ist ja schon mal zum Verkaufen da. Und das heißt, wir haben unser Geld, glaube ich, raus, ne? Mit dem schon alleine. Wenn der das war. Aber es war ein blauer und es war ein anderer Bergbaugeschützturm. Also muss es wahrscheinlich der gewesen sein. Schaden am Stein, Schaden Sekunde 3,5, das bedeutet, wir müssten gucken, was wir erstmal haben, ne? Weil, wenn wir keinen Nauernit haben, aber den haben wir, ne, oder? Abwracker? Am Bergbau ist das, und das ist nur ein Titaner, also wäre der Bergbau, der Nauernit natürlich der, den man braucht, um das nächste auch wieder abzubauen, was nach Nauernit kommt, ne? Und dieser macht 2,7 Schaden, das ist also gar nicht so dolle. Dann bedeutet das, wir können erstmal gucken, dass wir das passende hier einbauen, ne? Entschuldigung. Doppelkanonengeschützturm, der macht 79, das ist klar. Und das ist der Abwracker. Dann bedeutet das hier ist unser Titanbergbaugeschützturm. Den wählen wir aus und entfernen den und gucken erstmal noch was brauchbar. Bergbau ist der. Kann man das mal einmal so runterziehen? Nee, ne? Das ist doof, das wäre schön. Maschinengeschützturm, Doppelmaschinengeschützturm, Dreifach-Pulskanonengeschützturm. Das ist ein Titaner, den haben wir wahrscheinlich gerade rausgenommen. Das ist Eisen, naja. Lasergeschützturm, Doppelkanonengeschützturm, Doppeltitanabwracker. Also, definitiv ist es der, den wir jetzt einbauen. Und der sagt jetzt, ich muss auf Nauernit sein, aber das ist hier vorne ja noch wohl Nauernit, ne? Gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon erledigt. Aber wenn wir da schon sind, gucken wir nochmal gerade rein. Was kann der?
Schaden 5. Maschinengeschützturm aus Eisen. 25 Schaden Durchdringung, 91 Reichweite. Okay. Maschinengeschützturm, 3,1 Schaden. Feuerstoß überhitzt. Überhitzt der auch? Ne, der überhitzt nicht. Bei 5. Also der blaue weg. 5,8. 1,5. 2,7. 2,9. Der hört sich besser an hier. Der ist auch aus Naonit. Verbraucht Energie. Okay, das ist der Lasergeschützturm. Gut. Der hat Schaden 27 oder 27. Der ist auch cool hier. Doppeltanonengeschützturm. 4% Schaden an Schilden. Ah, der überhetzt auch. Okay. Der Abwracker kann weg. Und das kann auch weg. Gut. Also das, was wir brauchen, haben wir. Und dann müssen wir nur noch überlegen, was wir... sag schon. Der kriegt die 2 noch. Dann können wir da raus. Dann drücken wir... und wir sind noch dran. Ja, F. Ausrüstung handeln. Und erstmal verkaufen. So, der... das Eisen... ja, weg. Der bringt Geld. 5,8 weg. 3,1 Titan ist der. Feuerstoß überhitzt weg. Bergbauer hatten wir umgetauscht. Und der ist Titan, der am Nanonet weg. Und der war auch ungefähr gleich stark. Auch weg. Dreifach. Pulskanonengeschützturm 1,5 weg. Doppelkanonengeschützturm aus Nanonit. Weg. Laser, den wollten wir behalten, ne, oder? 1,3. Dreifachpulskanonengeschützturm weg. Und das ist hier noch ein Doppeltitanabwrackgeschützturm mit 35,2. Jetzt die Frage, was wir für einen drin haben. Oder ist das jetzt... ne, oder? Das ist unser Schildbooster. Den lassen wir mal. Da können wir 3 dazu nehmen. Energie nach Schildkonverter. Ja, das hört sich noch ganz positiv an, ne? Das Quantum Hyperraum Upgrade ist da. Radar Upgrade. Masse Signet und als gelb Blitz. Das ist auch ein cooles Ding. Das lassen wir mal. Das ist auch ein cooles Ding. Zeugt Energie plus 48. Und der Schildbooster, den haben wir, glaube ich, da letztens rausgeholt. Und da haben wir ja oben einen besseren. Das kann der auch weg. Gegenstände zurückkaufen. Warte mal, ich hatte... hab ich eben da... den mit 27, den hier. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken, ne? Den habe ich ganz schnell verkauft. Das war verkehrt, oder? Doppelkanonengeschützturm, noch nicht. Den behalten wir noch, das ist schon okay dann. So, Jäger brauchen wir nicht. Doppelmaschinengeschützturm, oh, Titanabwracker, okay. So, das ist materialmäßig schon mal nichts von Naonit. Der hat eine hohe Feuerrate, ist klar. Macht aber nur 3 Schaden. Abwracker 184. Guck dir das Ding mal an. Das ist ja der Hammer, oder? Kostet 239. Wenn du den hast, dann kannst du richtig was leisten, oder wie sehe ich das? Und unser, was ist unser? Das ist die Frage. Wir haben wahrscheinlich Naonit Abwracker schon. Und dieser hat natürlich eine Leistung, die ist krass, oder? Gravitationsgeschützturm, das ist auch so ein cooles Ding, ne? Mhm.
Okay, wenn, dann wäre das einzigste dieser hier. Aber der kostet ziemlich viel Geld, ne? Ich glaube, das lassen wir mal. Scanner, Geschützturm, Kontrollsystem, plus 1. Wir haben da schon plus 3. Generator Upgrade. 23. Signale kommen da rein. Gurtschließer, Scanner. Und der Rest ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, jo, brauchen wir. Gut. So, jetzt lassen wir mal einmal hier checken. Ach so, hier unten sind die. Ja, das sind alles Naoniten, ne? Sehen wir da auf jeden Fall. Die sind alle grün. Sehen wir ja hier. Aber. Ach, der macht schon 30 Schaden. Das geht ja schon. 184 war cool, aber deswegen im Naonit, dann kriegen wir da schneller Naonit auch raus aus den Schiffen. Okay, das ist erledigt. Dann fliegen wir mal einen Meter zurück und überlegen uns gerade, wo es weitergeht. Also nach da ist das Tor. Ost, Nordost. Ne, da sind wir gerade hergekommen. Wir brauchen. Wo sehe ich es? Nirgendwo. Brauchen noch ein Tor. Da links. Ja. Na gut, dann müssen wir da nebenher fliegen. Hallo? Achso, mein Schiff dreht nicht so schnell, deswegen, ne? Aha. Oh, das ist ja doof jetzt, ne? Und jetzt ist das Tor weg, ne? Na, da ist es. Ja gut, okay, dann würde ich sagen, noch Tor, da sind wir weggekommen, oder? Nein, wir brauchen noch ein weiteres Tor. Hier gibt's noch ein Tor mehr, ne? So. Da ist eine Fregatte, dann ist das das Tor. Südwesttor, da wollen wir hin. Gut, dann. Ja, die Signale waren stark. Und der Feind ist in der Nähe, oder wie war das? Jetzt müssen wir da nur hin. Oh, falsche Richtung am Fliegen hier, oder wie sehe ich das? Ha? Wieso haben wir nach da gelenkt? Naja. Ja, fliegen wir da mal rein, ne, in den nächsten Sektor, gucken uns da um. Und dann schauen wir weiter in der nächsten Folge, denke ich, ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.